Moin! Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play LS17 hier in Nordfriesischen Marsch 4-Farm-Map. Immer noch in der Version 1.9. Einfach weil zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keine neuere Version vorliegt. Auch wenn das jetzt beim Anschauen der Folge wahrscheinlich schon der Fall ist. Aber ich sag das ja immer wieder: Ferienzeit, vorproduziert. Und da schaffe ich das leider nicht. Und mir war es wichtiger, euch ganz normal immer die Videos zu präsentieren im ganz normalen Rhythmus, als dass ich euch keine Videos präsentieren kann oder nur im ganz unregelmäßigen Rhythmus und dafür dann aber mit der 1 dann mit der 2.0er Map schon. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich habe mich dafür entschieden. Und ihr müsst damit jetzt leben, sozusagen. Klingt jetzt voll fies. Ist es auch, aber ich glaube, da kann man mit leben, oder? Weil ich meine, in der 2.0, die größte Neuerung, die zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme hier bekannt ist, ist, dass das Zentrallager umgebaut ist auf das neue Lagerskript. Was ich persönlich sehr geil finde. Sehr cool. Aber, was jetzt auch nicht so ist, dass ich sage, dafür muss ich jetzt warten. Im Moment habe ich eh keine Produktion so wirklich am Laufen, wo sich das für lohnen würde. Jetzt versorge ich gerade mal die Düngerproduktion. Mit Mist und gleich auch mit Gülle. Damit hier die Düngerproduktion weiterläuft und damit auch die Saatgutproduktion vernünftig weiterläuft. Dazu tanken wir den hier erstmal auf. Und den da drüben. Machen wir jetzt zur Gülle. Mann! Rückwärtsgang wäre nicht schlecht. Und voll machen. In der Zwischenzeit gucken wir mal, was die anderen Fahrzeuge machen. Ja, der ist hier. Hat hier noch zu tun. Da müssen wir noch einmal auftanken. Feld 13, das läuft ja jetzt auch gut. Das ist auch bald fertig. Schafft er aber auch nicht mehr. Mit einer Saatgutfüllung sozusagen. Der hat mir am meisten Gedanken gemacht, weil ich hier ja harte Vorgewände, oder scharfe Vorgewände oder wie auch immer eingestellt habe. Und das geht aber ja, das ist doch schön. Uns dann auch irgendwann mal um die Tiere wieder kümmern. Mehr haben wir da nicht drin? Okay. Macht nichts. Vorwärtsgang. Nicht schlecht. Wir dann nämlich auch direkt schon wieder Milch reinfüllen. Das ist schön, ne? Erst Gülle und dann direkt danach Milch.
Wir können natürlich noch den Umweg über Diesel machen zwischendurch. Ein bisschen eklig ist das ja schon, ne? Düngerproduktion hier wieder schön auf Hochtouren laufen. Und die Saatmittelproduktion. Nicht da rein. Die Saatmittelproduktion läuft sowieso schon. Auf vollen Touren. Warum ruckelt das in letzter Zeit so? Ich verstehe es nicht. Erstmal 100.000 Liter Milch rein. Da ist er. Vorletzte Bahn, sogar fast letzte Bahn. Und er wird es nicht schaffen. Aber es geht. So, jetzt ist er leer. Das ist sehr schön. Wir sind direkt da. Wir übernehmen. Fahren zu unserem Überladewagen. Und machen den voll. Der ist diesmal nicht leer, der andere. Feld 13 ist fertig, dann machen wir danach Feld 19, würde ich sagen. Wie ist das eigentlich? Experience, falls du die Folge guckst und jetzt gerade zuhörst, kann man so beim Sehen einstellen, dass der praktisch automatisch auftanken fährt? Also nachtanken, den Saatguttank? Nee, wa? Kann man bei Cosplay nicht einstellen, oder? Das wäre noch was. Voll automatisieren. Ich meine, klar, ich weiß, ich kann sagen, dass die Helfer Saatgut kaufen sollen, da muss ich nicht mehr auffüllen. Aber das habe ich eigentlich nicht vor. Ach, auf Feld 4, das ist auch schon gleich wieder leer. Ach, du ahnst es nicht hier. Feld 4. Da bleiben wir doch eben bei, beobachten das. Und dann, das Feld ist auch bald fertig hier mit der Welt. Da wird nur Hopfen angepflanzt. Unglaublich. Unfassbar.
Ja, Leute, ihr fragt euch vielleicht auch, warum ich... Ja, wobei, ne, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich gar nicht sagen kann, wie sich das weiterentwickelt. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Musik, die ich verwende. Und zwar ist das, ich sag jetzt mal, rechtefreie Musik, die ich also benutzen darf für YouTube, sagt der Ersteller der Musik. Ich muss ihn in den Beschreibungen des Videos, muss ich praktisch einen Link setzen. Habe ich auch gemacht, ist alles drin. Und seit, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, seit dem Tag vorher, kriege ich auf einmal Hinweise, dass ich angeblich irgendwelche Copyrights verletze und dass ich ja einen Song von diesen Songs nicht benutzen dürfte. Angeblich. Da hat eine Firma hat das bei YouTube beantragt und dann ist es so, dass die das dann praktisch monetarisieren können. Das heißt, dann wird Werbung eingeblendet in den Videos. Und die Erlöse aus dieser Werbung, die bekomme nicht ich, sondern die bekommt diese Firma. Das ist aber völliger Bullshit. Ich habe also den Ersteller der Musik daraufhin angeschrieben, was das soll. Und dann hat er gesagt, ich soll Einspruch einlegen bei YouTube. Das kommt nicht von ihm. Und es ist also scheinbar so, dass jeder... ich habe da nicht so das Hintergrundwissen tatsächlich. Jeder kann sagen, hey, guck mal, da, das und da, ne, in dem Video ist dann und dann ist Musik drin, wofür der Ersteller keine Rechte besitzt. Und kann das kann dann sagen, ich habe die Rechte dafür. Und dann wird Werbung geschaltet. Das ist unseriös, ganz klar. Und diese Firma, Label Engine hieß die, glaube ich. Wenn man danach googelt, dann findet man auch ganz viele Fälle, wo sowas vorgefallen ist. Aber man kann da nicht wirklich was gegen machen. Ich glaube, die haben ein Formular bei sich auf der Website, wo man sich dran wenden kann. Und ich glaube aber, ich habe das zwar gemacht, aber ich gehe davon aus, dass sie mir einfach nur anbieten und sagen, ja, für so und so viel Euro kannst du das Recht an dem Stück kaufen, obwohl die selber das Recht eigentlich gar nicht daran haben. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so ist, dass sie mir das anbieten, aber ich gehe da mal von aus. Und ich lasse das mal, also ich warte mal ab, ich habe bei YouTube jetzt Einspruch eingelegt und ich, solange wie das nicht geklärt ist, benutze ich andere Lieder, die nicht von diesem Ersteller kommen, die direkt von YouTube runtergeladen sind. Oh, die Ecken sehen doch sauber aus hier, glaube ich. Okay. Gut, Kurs löschen. Jetzt sehen wir noch eben Feld 19. Ja, auf jeden Fall habe ich deshalb im Moment andere Musik, als ihr gewohnt seid bei mir in den Videos. Vielleicht ist es jetzt, hat sich das auch schon geklärt. Ja, also diese Videos werden zwar alle vorher aufgenommen, vor den Ferien, Wochen im Voraus teilweise. Und, also nur mal so zum Verständnis, ich habe also am 28.06. habe ich alle Videos bis einschließlich ungefähr 25.07., also für 4 Wochen im Voraus, alle Videos schon aufgenommen. Ich habe sie dann noch nicht unbedingt geschnitten, ich habe sie noch nicht unbedingt vertont und hochgeladen bei YouTube, aber aufgenommen habe ich sie erstmal. Ja, das andere, das kann ich dann immer mal so nebenbei machen. Das ist kein Problem, da habe ich die Zeit zu, aber das Spielen ist ja das, was erstmal am meisten Zeit erfordert. Ne? Und wo ich dann eben auch die entsprechende Hardware für brauche, meinen Gaming-PC. Und wenn ich für dieses Bearbeiten, das mache ich alles auf meinem Laptop. Das ist überhaupt kein Problem. Und daher kann das sein, dass ihr hier schon wieder die gewohnte Musik habt, wenn sich da dieser Einspruch... wenn sich das rausstellt, dass die da missgebaut haben, dann werde ich weiterhin meine normale Musik nehmen und werde dann immer Einspruch erheben, wenn die meinen, die müssen Lauten machen. Wenn die Recht bekommen, dann Feld 19 habe ich hier noch gar nicht gesehen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Wenn die Recht bekommen, ja gut, dann muss ich eben andere Musik, also die nehmen, die ich jetzt eigentlich von YouTube mir dann runtergeladen habe. Jetzt möchte ich mal was ausprobieren. Und zwar möchte ich jetzt was machen, was man ja eigentlich auch in Wirklichkeit macht. Und zwar möchte ich die Vorgewände hinterher machen.
damit ich mir nicht die Frucht zerstöre. Und ich möchte die Vorgewände, möchte ich die hart haben. Ja, scharf. Und ihm hier ein, dass er hier einen höheren besseren Wendekreis hat. In der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Und jetzt berechne ich mal. So, wo fängt er denn an? Da oben fängt er an. Okay, jetzt möchte ich noch was anderes. Jetzt möchte ich das erstmal speichern. Und sehen. Also nur so, eben falls euch irgendwie in den letzten Videos schon aufgefallen ist, also es ist ab Video 323 so, dass ich erstmal andere Musik benutze. Und wir sind ja jetzt irgendwie, das ist jetzt Video 337, in dem wir jetzt sind. Und ja. Also falls ihr euch wundert, warum da zwischendurch oder vielleicht auch immer noch andere Musik ist, liegt an solcher, an so einer unseriösen Firma. In meinen Augen unseriös. Und daher kann ich das leider nicht anders machen. Weil ich sehe auch nicht ein, dass andere, ich setze mich hier hin und produziere das und die machen dann Geld. Wenn ich jetzt wirklich gegen Rechte verstoßen habe, gar keine Frage. Ich bin kein Freund von Diebstahl kreativen Eigentums. Überhaupt nicht. Arbeite selber ein bisschen kreativ. Und wer auch, bin auch nicht, also freue mich auch nicht, wenn jemand meine Ideen klaut, einfach so. Gar keine Frage, aber ich mag es auch nicht, dass sich jemand mit fremden Federn schmückt, einfach Ansprüche anmeldet, die gar nicht gerechtfertigt sind. Das ist unseriös und in meinen Augen auch illegal. Ich glaube allerdings nicht, dass YouTube da großartig was gegen unternimmt. Ich glaube, dass man da einfach sich selbst überlassen ist. Krass. Mal gucken, ob er da hinten dann überhaupt die Kurve kriegt. Mal schauen. Wobei die normalen Bahnen, da waren ja eigentlich nie Probleme. Es war ja immer nur beim Vorgewende mal Probleme, wenn ich das auf scharf gestellt habe. Schon wieder so lange. Ey, ich hätte aus diesen drei Videos hätte ich schon vier machen können, wenn ich nicht mal so viel überziehen würde. Nein, egal. Macht ja nichts. Ich sitze ja nicht mit einer Stoppuhr. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, Kommentar, Like, Abo. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen mit Musik oder so, wenn ihr selber YouTube-Videos macht, habt ihr selber irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht oder so, dann schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare. Und ja. Ansonsten besucht mich auf Facebook, auf meiner Homepage auch, Friesenjung13. Und ja, mal gucken, wann es wieder Livestreams gibt. Ob ich das in den Ferien schaffe oder nicht. Das muss ich mal gucken, was so alles anliegt mit Familie und so. Und ja, ich sage erstmal ciao, schaltet nächstes Mal wieder ein.